Aber der Kopf braucht immer wieder Futter und das liefert Walten. Begrüßen Sie bitte Harald Wehlenbrock. Dankeschön. Kann das Ding so mal hiermit ausstellen? Nee, es stellt sich selber an. Ja, was passiert? Da sind wir schon. Ja, guten Abend. Ich bin Harald Wehlenbrock. Ich bin einer der beiden Gründer von Walden oder Walden. Jeder kann es aussprechen, wie er will. Ein Magazin, das wir uns vor 4 Jahren ausgedacht haben, mein Kollege Markus Wolf und ich. Walden erscheint 4-mal jährlich bei Gruner und Jahr und zwar nur im Sommer, denn wir haben gelernt, im Winter kauft kein Mensch Outdoor-Magazine. Also der Outdoorer ist nicht ganz so knallhart, wie man glaubt. Wir sind ein Outdoor-Magazin, wie es viele Outdoor-Magazine gibt. Eine Besonderheit bei uns ist, wir konzentrieren uns auf Deutschland, Österreich und die Schweiz, weil wir glauben, dass es hier einfach noch viel zu entdecken und zu erleben gibt. Also wir meinen, man muss nicht über die Kalahari fliegen oder mit dem Helikopter über die Alpen, um draußen sein zu können, sondern kann sich einen Schlafsack einpacken und auf dem nächsten Berg pennen. Das ist eigentlich unsere Vorstellung von draußen sein. Dazu wollen wir Leute mehr ermutigen und so ist Walden entstanden. Unsere 9. Ausgabe ist gerade erschienen. Die 10. An der 10. arbeiten wir ab Montag. Eine Besonderheit ist vielleicht bei uns, dass wir ein sehr kleines Team sind. Also wir sind 2 Redakteure, eine Artdirektorin, ein Grafiker, ein Bildredakteur und ein technischer Geschäftsführer, die jeweils für einen Monat zusammenkommen, das Magazin machen, dann wieder auseinandergehen. So klein wird es gemacht, aber wir sind ein großes Verlag, nämlich bei Gruner & Jahr. Wie es dazu kam, dazu will ich jetzt ein bisschen was erzählen, wie es entstanden ist. Horst Moser hat es schon bereits angedeutet, der komische Name, der kommt von ihm. Henry David Thoreau war ein Naturliebhaber und Bürgerrechtler in den USA, der sich am Waldensee eine Hütte selber gezimmert hat, da 2 Jahre gelebt hat und danach das Buch Walden or Life in the Woods geschrieben hat. Da gibt es eine Eloge auf das einfache Leben in der Natur. In Wirklichkeit war diese Hütte verdammt nah an seinem Heimatstädtchen. Seine Mutter hat ihm das Essen gebracht. Das ist der Teil der Story, der nicht so bekannt ist. Aber wir haben uns gedacht, bei uns geht es auch um das einfache Draußensein, weniger Mutter. Also wäre ein guter Namensgeber für uns. Mittlerweile wissen wir, Herr Moser hat es auch schon ein bisschen angedeutet, uns fragen alle Leute, sagt man nur Walden oder Walden, ist es total egal, ist es alles richtig. Der Name ist gut, weil er sperrig ist, aber er ist schwierig, weil er nicht selbsterklärend ist. Was ist es eigentlich für so ein Magazin Walden und wie spricht man das aus? Das waren durchaus Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen hatten. Deswegen findet man bei uns in der Titelzeile jetzt das Geo-Logo noch dazu. Ja. Weil die Zeitschriftenhändler nicht wussten, wo sollen sie es hinpacken. Neben Wild und Hund oder neben dem Playboy oder neben Form. I don't know, im besten Fall. Deswegen haben wir uns nach der 4. Ausgabe entschlossen, das Geo dazuzunehmen, aber wir sind eine eigenständige Redaktion. Jetzt aber schnell weiter, wie ist es zu uns gekommen? Was hier zu sehen ist, ist eine Art Redaktionssitzung. Links, das ist Markus Wolf, mein Freund, der ist Redakteur bei Geo und der mit dem schlecht gepackten Rucksack, das bin ich. Und wir sind beide Redakteure, beide viel zu viel in Büros, viel zu viel drin, viel zu wenig draußen. Und als wir dann doch mal draußen waren, also wie alle eigentlich vermutlich, als wir dann doch mal draußen waren im Karwendel, haben wir uns gefragt, warum es eigentlich kein Magazin gibt für Typen wie uns. Also Typen, die keine Outdoor-Profis sind, die nicht den 300. Rucksacktest brauchen oder News über den neuesten Kevlar-Lenker, sondern die einfach Inspiration und Tipps haben wollen fürs Rausgehen. Also Geschichten, die Lust machen aufs Rausgehen und Hinweise, wie man es denn macht, wenn man es dann möchte. Sowas gab es damals noch nicht. Also haben wir uns das ausgedacht, was die Journalisten so machen, sind zum Vorstand bei Gruner & Jahr gegangen und die haben zu unserer großen Überraschung gesagt, macht das mal und macht es auch so spitz, wie ihr euch das vorgestellt habt. So kam es zu Walden. Also es gab keinerlei Marktforschung, es gab kein Marketingkonzept, es gab nichts, außer 2 Typen, die sagten, wir probieren das einfach mal aus und ein Verlag, der bekloppt genug war, das mit uns zu versuchen. Wir sind also sozusagen gleichzeitig auch ein bisschen die Zielgruppe von Walden. Die Frage ist natürlich, was will die Zielgruppe denn? Wie muss ein Magazin aussehen?
Das hier ist mein Freund Matthias, der seine Nase in eine Jeffrey Pine steckt. Das ist ein ganz toller Baum in Kalifornien, der wirklich riecht wie leckerstes Butterkaramell. Dazu muss man, um das riechen zu können, muss man natürlich nah rangehen. Er liegt übrigens nicht auf dem Boden, sondern das ist ein Hochkantbild, das habe ich nur so hingestellt. Die Idee unseres Magazins ist ganz ähnlich. Wir haben gedacht, wenn wir ein Magazin über das Draußensein machen, über die Lust an Natur, dann sollte sich das Magazin auch so anfühlen. Es sollte also mit klassischen Handwerkstechniken arbeiten, es sollte analog sein, also auch in der Illustration. Es sollte zum Beispiel auf einem Naturpapier sein, also nicht Hochglanz, nicht gestrichen, sondern Naturpapier. In unserem Fall ist das Amber Graphic von Arctic Paper. Fühlt sich, finde ich, wirklich wunderbar an und es gibt tatsächlich Leser, die sich bei uns melden und fragen, was ist das für ein Papier, ich will ein Fotobuch machen, das fühlt sich toll an, was ist das für eins? Habe ich vorher noch nie erlebt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dass sich Leser für ein Papier interessieren, fand ich sehr überraschend. Jo, also ein Magazin, das sich ein bisschen anfühlt wie das, was man draußen zu finden hofft. Das war die Idee von Walden. Eigentlich ist es die Idee, wie ein Skizzenbuch zu sein, dass ein Freund, der lange draußen war, der kommt zurück und klappt es auf, es riecht noch nach Wald und Wiese, ist voller Skizzen, Karten, getrockneter Blumen, Bauzeichnungen, Tagebucheinträgen und so weiter. Das ist so ein bisschen das Konzept, was wir umzusetzen versuchen und was, so hoffen wir, dazu führt, dass wenn man auf dem Sofa in München sitzt und am Abend Walden durchblättert, ein bisschen das Gefühl hat, draußen gewesen zu sein. Wenn man es nicht hatte, zumindest unbedingt den Impuls hat, es morgen zu machen. Das hier ist ein Slide aus unserer Präsentation vor dem Grund- und Jahrvorstand, die so ein bisschen aufzeichnet den Kosmos, in dem wir uns bewegen wollen. Also oben in der Mitte ist der Bus, in dem Chris McCandless lebte und starb, dieser Aussteiger, dessen Leben Sean Penn verfilmt hat. Rechts oben in der Ecke ist eine Karte von Matthew Rangel, der ist ein Kartograf aus den USA, der uns in einem Buch des Gestaltenverlags aufgefallen war. A Map of the World heißt das. Darunter Judith Schalansky, die kennt ihr wahrscheinlich, ein wunderbares Buch gemacht, Atlas der abgelegenen Inseln. Klassische Kartografie, fanden wir toll. Alte Stiche, Handwerkstechniken. Hier links, dem Herrn werden wir nochmal wieder begegnen, ist Sylvain Tesson. Ein französischer Philosoph, der ein halbes Jahr lang im Baikalsee in einer Hütte gelebt und darüber geschrieben hat. Das soll so ein bisschen die Temperatur sein und die auch klar machen soll, deswegen querfeld einlaufen. Wir versuchen unkonventionell zu sein, weil wir zu oft gelangweilt wurden von klassischen Magazinstrecken und von klassischen Technologien. Wir haben versucht, so ein bisschen das Oldschoolige wieder zurückzubringen in unserem Magazin. Ob das gelingt, ist natürlich eine andere Frage. Wir haben uns jede Menge Inspiration geholt, auf Feldforschung begeben, geguckt, was machen andere. Tolle Beispiele finde ich das Inventory Magazin, mittlerweile eingestellt. Smith Journal aus Australien ist ein super Magazin für nerdige Geschichten. Also die machen eine 8-Seiten-Strecke über einen Artdirektor, der 20 Jahre lang in den USA alle Papierflieger gesammelt hat, die er in den Straßen Manhattans vom Boden aufgesammelt hat beispielsweise. Oder eine Geschichte, die wir jetzt auch machen, über einen Eremiten, einen Mann, der tatsächlich 27 Jahre in den Wäldern Maines gelebt hat, bis er der Polizei in die Arme lief und das bei Temperaturen von minus 30 Grad. Das ist Smith Journal. Camp at Home ist der wunderbare Katalog der Best Made Company aus New York. Eine Outdoor-Marke eines ehemaligen New York Times Grafikers, Buchanan Smith, der diese wunderbaren Kataloge macht. Weitere Inspirationen sind zum Beispiel Another Escape aus Großbritannien, fanden wir großartig wegen seiner Fotografie. Und Boneshaker ist ein kleines Fahrrad-Fanzine aus Bristol, die ganz tolle Illustrationen haben. Der Artdirektor von Boneshaker, auch ein kleines Team, ist unser erster Artdirektor gewesen während der ersten Ausgaben, bis er keine Lust mehr hatte, nach Hamburg zu kommen, was man natürlich überhaupt nicht verstehen kann. Wir sind auch in Archive und in Bibliotheken gelaufen, haben geguckt, was da so gibt. Zum Beispiel Pfadfinderhefte aus den USA der 60er Jahre haben uns sehr beeinflusst. Oder dieses kleine Büchlein, was mir in der Bibliothek entgegenfiel, stammt aus dem Jahr 1974, stammt von Mark Richards, ist ein ganz außergewöhnlicher Reiseführer. Richards ist ein Naturführer und Illustrator, der ist durch Cornwall gelaufen und hat einfach alles gezeichnet, was ihn auf seinen Wanderungen vor die Nase kam
und hat so einen Reiseführer gemacht, der fast komplett ohne Worte auskommt. Eigentlich kann man mit diesem Büchlein durch Cornwall laufen und sieht dann die Sehenswürdigkeiten, die man entdecken muss, wenn man sich nicht verlaufen hat, ohne ein Wort zu lesen. Fand mir ganz großartig, eine ganz ungewöhnliche Art, eine Landschaft vorzustellen. Etwas komplettes Gegenmodell zu, sagen wir mal, Geosaison, einer Reisegeschichte dort. Auch dem werden wir gleich nochmal begegnen. Das waren die Inspirationen. Die haben wir alle zusammengepackt in einen großen Pott, destilliert. Wir haben nichts Neues erfunden, sondern nur altbekannte Dinge neu zusammengestellt und daraus versucht, unser eigenes Rezept zu brauen. Das Bild ist tatsächlich eine Waldenproduktion, ausnahmsweise nicht vor der Haustür, sondern in Kalifornien, wo wir letzten Herbst mit ein paar Hippies rumgelaufen sind, Kräuter gesammelt und destilliert haben. Das passiert ja gerade. So sieht der übrigens ziemlich übel riechende Destillat aus, der Walden Sand. Das Rezept für unser Magazin lautet Inspiration und Instruktion. Also, das bedeutet, wir möchten den Menschen inspirieren, rauszugehen, und zwar ganz einfach nach der Arbeit, Schlafsack oder am nächsten Morgen eine Runde um sein Zuhause laufen. Inspiration liefern und aber auch gleich Instruktionen, wie kann ich es denn machen? Also, es gibt ja viele Outdoor-Magazine, die atemberaubende Reisegeschichten aus der Kalahari, aus der Sahara, aus Alaska liefern. Aber wenn ich nicht gerade Urlaub habe und viel Geld, kann ich es nicht machen. Wir versuchen, so niedrigschwellig wie möglich zu sein. Uns geht es eher um Endorphine statt Adrenalin. Wie machen wir das? Zum Thema Inspiration gibt es in jeder Ausgabe mindestens drei große, opulente Fotostrecken, im Idealfall ein bisschen anders aufgebaut sind als klassische Magazinstrecken, aber die einfach beim Durchblättern hoffentlich das Gefühl wecken, da wäre ich gern dabei gewesen oder das will ich morgen machen. Diese Strecke hier stammt von James Bowden, einem englischen Fotografen, und kommt fast ohne Worte aus. Wir haben sie das einsame Wolf-Wochenende genannt, weil die Botschaft lautet, wenn du Sehnsucht nach draußen hast, brauchst du musst nicht erst alle Freunde organisieren oder den Urlaub nehmen, sondern nimm ein Auto, nimm ein Zelt, vielleicht noch dein Surfbrett, den Kocher und fahr einfach los. Das ist die gesamte Geschichte. Ich glaube, 5 Worte plus ein paar Tipps eben, wo man in Deutschland wild zelten kann. Inspiriert hoffentlich den einen oder anderen, das genau das zu tun. Ein bisschen klassische Geschichte von der Fotografin Madeleine Krippendorf auf der Mecklenburgischen Seenplatte fotografiert. Auch ein Beispiel für Inspiration, wie wir versuchen, sie zu machen. Häufig ist die Outdoor-Fotografie in Deutschland sehr glatt, sehr hochleistungsorientiert. Es scheint immer die Sonne, die Leute sehen aus, als ob sie gerade aus dem Sportstudio kämen. Okay, er sieht jetzt auch nicht ganz unattraktiv aus, aber eben nicht aus wie ein Hochleistungsathlet. Die Farben sind bei uns ein bisschen entsättigter und was wir versuchen zu zeigen ist, Wahnsinn, das ist in Deutschland. Das ist wirklich in der Tat 150 Kilometer von Hamburg entfernt, kann man wie Huckleberry Finn auf dem Floß rumtreiben und mit seinem Kumpel ein großartiges Wochenende verbringen. In jeder Walden-Ausgabe gibt es 3 Rubriken, eine heißt Entdecken, eine heißt Können und die dritte heißt Wissen. Dass hier viele unter die Rubrik Entdecken, zeigt mir einen neuen Landstrich, den ich auf eine besondere Art, nämlich mit einem Live-Los, erkunden kann und eine gute Zeit haben. Ja, Matthew Rangel hatte ich vorhin gezeigt, hatten wir aus dem Gestaltenbuch kennengelernt. Die Karwendeltour, die Markus und ich damals gewandert waren, als wir auf die Idee kamen, das Magazin zu machen. Das ist eine sehr konventionelle, sehr beliebte Tour, auch nicht schwierig, machen sehr viele. Wir wollten sie aber dennoch zeigen und haben gesagt, wenn wir das tun, dann machen wir es auf eine ungewöhnliche Art. Also haben wir diesen Matthew Rangel kontaktiert und ihn gefragt, ob er Lust hätte, für uns diese Tour nachzuwandern. Und tatsächlich war er dazu bereit, ist für uns 2 Wochen durchs Karwendel gewandert, hat ein riesen Panoramablatt mitgebracht, wo er sich auf die Wiesen gesetzt hat und das Panorama abgezeichnet hat. Hat sich mehrere Blasen gelaufen, wie man sieht, und zurück dann in Albuquerque Lithografien angefertigt. Das sind einige von denen, aus denen wir dann eine ungewöhnliche Wandergeschichte gemacht haben. Nebenbei haben wir auch, weil diese Skizzen so toll waren, die als 8-seitigen Leporello
dem Heft beigeheftet. Das ist also eine wirklich sehr klassische Alpentour, 4 Tage durchs Karwendel, aber von einem Kartografen auf eine ungewöhnliche Art dargestellt. Zweite Rubrik in Worten können. Wenn ich rausgehe, brauche ich ein paar Fertigkeiten, entweder ich habe sie oder wir inspirieren dazu, sie zu lernen. Am Lagerfeuer abends, kein Handy in der Hand, sondern eine Gitarre hoffentlich. Ich kann es leider nicht, aber man kann es hier bei uns lernen. Diese Art, das ist ja unverkennbar, da sind wir von so Boy Scout Büchern zu inspiriert worden, der Illustration. Die Illustratorin Annie Jager haben wir aber auf einem englischen Modeportal Mr. Porter entdeckt, wo sie so eine How-To-Strecke illustriert hat. Und wir haben sie eingeladen, für uns so eine unkonventionelle Liederanleitung zu machen. Ein weiterer Beispielbeitrag aus dem Bereich Können ist aus unserer Wasserausgabe, haben wir vor 2 Jahren gemacht, verschiedene Arten ins Wasser zu kommen. Oben in der Mitte die klassische Arschbombe, kennt ihr alle. Aber ich wette, den Open Elvis, den ich persönlich auch nicht nachmachen wollen würde, haben noch nicht allzu viele gemacht. Die Bewertungen stammen übrigens von einem Plash-Dive-Weltmeister. Die Striche zeigen an, wie schwierig es ist. Die Wasserfontänen zeigen den Fontänenfaktor. Das hier ist Theresa Schwitzer, eine Hamburger Illustratorin, die für uns diese Figuren aus Holz geschnitzt hat. Redaktionsintern hießen sie nur Jumping Jesus. Wie unschwer erkennen war es, sehen auch tatsächlich so aus. Also klassische Handwerkstechniken für Seiten, die hoffentlich Spaß machen, von denen man was lernt. Letztes Beispiel aus der Rubrik Wissen. Wir haben eine Hüttenausgabe gemacht im letzten Jahr, wo wir alle möglichen Hütten, so Thoreaus Hütte vorgestellt haben, uns aber auch gefragt haben, wie wohnen eigentlich Tiere. Wenn man mit Architektur zu tun hat und zurückdenkt, kommt man auf Blaupausen. Also haben wir gedacht, lass uns doch so einen Biberbau oder alle Tierbauten, die wir gezeigt haben, in Blaupausen darstellen. Das ist also so, wie man sie früher in den Zeichensälen kannte. Die Älteren unter uns erinnern sich noch wahrscheinlich. Fanden wir ein gutes Beispiel für, wie man eine klassische Technik wiederbeleben kann, wobei diese hier ehrlicherweise gefaked ist. Andrew Timmons hat das für uns am Computer gemacht, aber im Stil einer Blaupause gestaltet. Nach ein paar Ausgaben haben wir erstmals eine Leserbefragung gemacht. Ich habe ja gesagt, es gab keine Marktforschung, aber natürlich wollen und müssen wir wissen, was Leser mögen, was sie nicht mögen. Das hier war die beliebteste Geschichte. Warum? Der Mann, den ihr hier seht, ist Sylvain Tesson, der vorhin erwähnte Philosoph, der tatsächlich ein halbes Jahr lang bei minus 30 Grad am Baikalsee überwintert hat, darüber ein tolles Buch geschrieben hat. Den haben wir interviewt und gefragt, wenn man das machen wollen würde, wie muss man das denn machen? Was muss man mitnehmen? Warum geht man los? Was darf man nicht vergessen? Worauf muss man sich vorbereiten? Was ist wichtig? Und so weiter und so fort. Das haben wir mit Grafiken, mit Illustrationen von Eleanor Crowe umgesetzt. Warum? Es gab durchaus Bilder von Tesson. Ein Freund hatte ihn für ein paar Tage besucht. Wir hatten uns nur gedacht, jemand, der allein lebt, wie kann es von dem Fotos geben, würde sich der Leser fragen. Also haben wir die Fotos genommen, der britischen Illustratorin gegeben und sie gebeten, sie für uns in diese, wie ich finde, wirklich wunderbaren Illustrationen umzusetzen. Ja, dann noch einmal zurück zur Rubrik Entdecken. Ich hatte vorhin das Buch von Mark Richards gezeigt, dem Briten, der durch Cornwall gewandert war, den wir übrigens tatsächlich auch aufgetrieben haben. Er lebte noch, ist jetzt Mitte 70 Jahre alt und wir haben ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, für uns sowas nochmal zu machen. Er war total begeistert, dass 40 Jahre später in Deutschland irgendwelche komischen Typen sein Buch in der Hand halten. Sagt auch, er könnte sich durchaus vorstellen, aber es stellt sich heraus, er hatte England Zeit seines Lebens nie verlassen und besaß keinen Reisepass. Und er wollte jetzt auf die letzten Meter auch nicht mehr ändern. Also Mike Richards stand nicht zur Verfügung, also haben wir uns auf die Suche gemacht nach jemandem, der in seinem Stil für uns hier über den Rothaarsteig, das liegt im Sauerland, wandern konnte. Das war Chrisse Kunst, ein Berliner Illustrator, der viel auch Werbung macht, für Mercedes beispielsweise, und der für uns 3 Tage in strömendem Regen, total schlecht ausgestattet, durch Sauerland gestolpert ist und die größte Erkältung seines Lebens mitgebracht hat, aber auch diese
komplett gezeichnete Reisereportage. Genau wie in dem Cornwell-Buch, was ich gezeigt hatte, kann man also auch mit Christi Kunst in der Hand durchs Sauerland stolpern und 4 Tage lang findet alles, was man braucht. Irre Arbeit, aber fand super. Was wir festgestellt haben, unsere Leser möchten gern wissen, genau wissen, wie Dinge funktionieren. Deswegen findet man so Dinge wie diese Höhenillustration oder so ein Steckbrief des Ortes. So Kleinigkeiten, die, wenn ich das zweite oder dritte Mal zur Hand nehme, immer noch was zu bieten haben. Ja, die letzte wichtige Sache in Walden ist, dass wir versuchen, möglichst authentisch zu sein, im Sinne von wir wollen kein schönes Magazin über das Draußensein, sondern ein Magazin fürs Draußensein. Das machen wir, indem wir zum Beispiel in jeder Ausgabe ein Bauprojekt haben, bei dem Markus und ich auch immer zu einem Experten gehen, der uns etwas zeigt, was wir dann mit ihm zusammen machen. Das machen wir nicht, weil wir uns so unfassbar toll finden, sondern weil wir das genau das Gegenteil der Fall ist, wenn wir dem Leser zeigen, dass sogar Honks, wie wir das hinkriegen, dann kriegt er das auch hin. Das ist die Idee. Mit diesem Ansatz haben wir zum Beispiel die Thoreau-Hütte nachgebaut im Garten eines Freundes auf dem Land. Diese Bauanleitungen haben immer eine komplette Materialliste, komplette Bauanleitungen. Im Netz kann man sich noch die Details runterladen. Unsere Erfahrung ist, dass die Leser es großartig finden, weil sie sich tatsächlich mit uns identifizieren. Als wir mal ein Wildschwein gegrillt haben, kriegten wir wütende Briefe von Lesern, die halt eben Vegetarier sind, das nicht so lustig fanden. Hier schicken uns tatsächlich Leute Bilder von ihren Nachbauen, was natürlich ganz, für uns ganz großartig ist. Also machen wir es in jeder Ausgabe. Wir haben ein Kanu gebaut in 11 Stunden. Nicht das allereleganteste, aber es schwimmt tatsächlich. Was haben wir noch gemacht? Markus schmiedet gerade ein Messer. Wir haben Paddel geschnitzt, was man hier nicht sieht, aber im Text erfährt ist, dass mein Paddel, als es fertig war, sofort gebrochen ist. Ich gleich nochmal von vorne anfangen konnte. Am Schluss hatten wir 2 funktionierende Paddel und konnten tatsächlich auf dem See loslegen. Alles immer hands-on. Rucksäcke haben wir selber genäht. Und hier haben wir eine Instant-Sauna gebaut im Wald und ist echt super. Also dauert lange, bis das Feuer ordentlich zündet, aber dann wird es darin ordentlich heiß, wie man dort vielleicht sehen kann. Haben auch schon Leute nachgebaut und uns Bilder geschickt. Das war die dritte und letzte Rubrik, die es in Walden gibt, Können. Also wir haben Inspiration in Form von Decken, wir haben Inspiration für den Kopf in Form von Wissen, das wir vermitteln. Und wir haben die Rubrik Können, wo wir den Leuten Vorschläge machen, was sie daraus machen können. Es gibt natürlich auch Dinge, die nicht so super funktionieren. Das hier stammt vom sogenannten Chaos Camping Club. Das sind 2 Vollnerds aus dem Hessischen. Einer von denen ist technischer Zeichner. Die machen so Projekte wie hier diesen Schwimmgrill aus 2 Reservekanistern und einem billigen Einweggrill. Die schicken uns immer diese technischen Zeichnungen. Wir bauen das so in Form, weiß nicht, ob das erkennbar ist, aber mich in Form einer IKEA-Bauanleitung um. Deswegen heißt es auch Schwimmgröll, weil es wie so ein IKEA-Produkt ist. Das hat super funktioniert, aber unsere Lesebefragung, ich habe sie erwähnt, hat ergeben, dieses Projekt hat zum Beispiel nicht funktioniert, das Periskop. Weil die Leute schrieben, was soll ich mit einem Periskop? Braucht kein Mensch. Stimmt ja auch. Unsere arrogante Idee war, ist doch lustig, mach doch mal Quatsch. Da war niemand neben dem Leser stehen kann und sie sagen kann, ihr ist nur Quatsch, der Rest ist ernst gemeint, haben uns die Leute das wirklich übel genommen. Das war mit Abstand die unbeliebteste Seite im ganzen Heft. Wir haben gesagt, wir mochten die Rubrik aber so gerne, dass wir gesagt haben, wir killen jetzt nichts, sondern wir machen was, was total sinnvoll ist und haben das Kanister-Rodeo bauen lassen. Wieder ein Reservekanister, ein Lautsprecher und ein Empfänger und schon hast du ein tolles, wasserfestes Radio, mit dem du auf dem Campingplatz richtig für Ärger sorgen kannst. Auf diese Rubrik hin, und damit komme ich zum Ende, schrieb uns ein Leser, was schrieb er? Bleibt so, wie ihr seid, Jungs. Bleibt Jungs, die immer noch die Zwille in der Tasche ihrer Latzhose stecken haben. Die alles Mögliche machen, nur eines nicht, erwachsen werden. Diesen Leserbrief haben wir uns eingerahmt, der hängt heute noch in der Redaktion und freut uns sehr. Vielen Dank.